Prozent und die Sonne soll 3 bis 5 Stunden lang zu sehen sein. Das ist genauso, wenn Schildkröte seine Bretter da aufstellt. Dann ist er auch nicht verantwortlich für den ganzen Laden. Dann ist er verantwortlich für das Brett, ist er. Eben, er ist ja auch nicht Herr Obi. Nee, ist er auch nicht. Es gibt doch diesen Film von Krieg der Sterne, ne? Hast du den gesehen? Ja? Da spielt auch einer mit, der heißt auch Obi. Ja. Das ist Werbung drin. Ich hatte das von James Bond mal gesehen. Da hatten sie die Uhr von Rolex ins Fenster gehalten. Ja. Rolex. Und deswegen, Rolex heißt das. Lex heißt die Uhr? Rolex. Die Uhr heißt Rolex. Ist egal, das geht ja um das Prinzip, geht das, dass sie die Uhr da reinhalten, weil sie damit den Film bezahlen, von der Werbung drin. Mit der einen Uhr, ne? Und in der, mit der einen Uhr, wenn die da reinhalten. Ja, das ist eine große Uhr gewesen. Eine große Uhr war das. Und wenn in dem Film Krieg der Sterne jetzt einer mitspielt, der Obi heißt, dann ist das Werbung für den Laden. Da kriegen die doch Geld für. Davon haben sie denn zum Beispiel in der Sandwüste, wo denn diese Flugzeuge fliegen, mit diesem Kämpfer, mit seinem Leuchtstoffschwert, dann hat er dort drinnen von Obi jetzt wegen mir den Sand bekommen, von der Wüste. Obi, hast du mal Sand gekauft bei Obi? Ja. Verkaufen die Sand da? Ihr habt doch auch richtig Sand bei euch da. Nein. Sie haben Sand in der Tüte drinnen. Ich hab das doch gesehen. Habt ihr auch Sand in der Tüte drinnen? Er hat Sand in der Tüte. Er traut sich nur nicht, das zu sagen. Er ist ja auch zum Bretterschneiden gekommen, weil er bestimmt in der Schule früher hat er mit der Laubsäge das so gut gemacht. Es ist ja so, wenn man das, was man als Kind schon besonders gerne macht, das macht man später auch im Beruf. Was hast du denn gerne als Kind gemacht? Gar nichts weiter.